Özil, Khedira und Boateng. Ja, Ronaldo läuft da nicht hinterher. Die Flanke gar nicht so schlecht. Und die erste Möglichkeit, Götze. Da haben wir keine... Guter Diagonalball für Götze. Klasse angenommen. Gegen Ferreira. Ist das schon vorbei? Und da kommt Nani zu Hilfe. Deutschen Mannschaft auf eine Art auch anzusehen. Jetzt vielleicht Özil. Müller. Götze. Er will sich zum Schuss drehen und wird gehalten. Elfmeter für Deutschland. Gehalten von Ferreira gegen Götze. 10. Minute. Und die gelbe Karte gibt es dazu. Die große Chance für Deutschland, schon früh in Führung zu gehen. Die gelbe Karte für Ferreira. Er schiebt, er greift und Götze tritt sie aber nicht weit entfernt bei diesem Elfmeter. Der Arm geht raus von Ferreira. Götze kommt zu Fall. Und Deutschland führt. Khedira raus zu Götze. Das war der viel, viel bessere Weg. Gegen Ferreira ist er vorbei. Tunnel gegen... Götze. Kommt nicht dabei auf. Götze. Er will ihn auf dem linken Arm. Vorbei an Coentrão. Götze kommt. Schade. Noch geblockt. Und deshalb Eckstoß. Super Angriff. Toller Pass von Toni Kroos für Özil. Der dann den besser postierten Götze sieht. Ball springt noch ein bisschen. Nova. Singen die deutschen Fans. Und weiter geht es. Der vierte macht es groß, nachdem drei rübergelaufen waren. Ecke groß. Götze. Özil. Gegen Veloso. Müller. Götze! Und geblockt noch von Veloso deshalb. Kann jetzt Patricio den Ball relativ deutsches Spiel. Und die jetzt dabei sind, die können gleich gut von Boateng gelöst, bei der Ballannahme gestört. Nochmal Gerüchte auf zu Kroos. Chelsea angeblich mit Interesse. WM konzentriert. Götze gegen Ronaldo. Da wollte sich selbst den Ball da öffnen. Und jetzt die Möglichkeit für Özil. Patricio Müller. Ballverlust von Ronaldo. Stehen geblieben. Und dann machen die Deutschen das blitzartig. Gleiche Höhe für meine Begriffe. Insofern richtig hier bei. Götze gegen Ferreira. Die Portugiesen zeigen auch Einleiter. Schürrle, ganz links ist Götze. Annehmen, reinmachen. Und ab mit dem Feuer. Schade. Super Aktion von André Schürrle, der bekannt dafür ist, dass wenn er eingewechselt wird, dass er sofort zur Stelle ist. Klasse Pass.
Und Götze wollte den gerne auf dem Rechten haben. Und deshalb muss er diesen Schlenker machen.